Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achts Garten. Heute, ja, man sieht es, glaube ich, hier schon, bin ich im Beet, was irgendwie kein richtiges Beet mehr ist. Es ist einfach nur noch Unkraut. Hier, man sieht es, hier habe ich gerade schon ein bisschen angefangen frei zu machen. Ja, man sieht zwischendurch noch ein bisschen Gemüse, aber mehr auch nicht. Und damit wir hieraus wieder Gemüsebeet machen können, fange ich jetzt einfach mal an, Unkraut wegzumachen. Jetzt wollte ich ja gerade die Schere holen und jetzt muss ich hier helfen. Die Hecke wird ein bisschen geschnitten, das wegzuräumen. So, Ziegen sollen auch profitieren davon. Einmal den Handschuh wegnehmen. Ja. Kirsche fressen die am liebsten. Jetzt sind wir zum Teil fertig hier mit der Hecke. Jetzt geht es hier weiter im Beet. Damit ich die Kamera nicht immer irgendwo hinstellen muss, baue ich mir jetzt ein kurz Stativ. Recht. So, ich habe hier so einen Zaun freigefunden, einen alten. Das kann man, glaube ich, besser in die Erde drücken. So mit dem Fuß, zack. Jetzt muss ich hier nur noch was dran machen, wo ich dann die GoPro draufstellen kann und das Zeug hier abmachen. So, hier sollen wir das gute Teil mal ausprobieren. So, ganz leicht reinstecken und die Kamera draufstellen. Yay! Zwischen dem ganzen Unkraut hier habe ich jetzt vorhin noch was entdeckt. Ach du Scheiße. Ja. Da brauche ich, glaube ich, schon die Heckenschere, um die abzuschneiden. Die ist wohl ein bisschen zu groß geworden. Das erste Viertel sieht ja schon mal ein wenig in Ordnung aus. Jetzt muss ich noch umgraben und dann kommen die anderen drei Viertel. Naja, da muss ich ja jetzt nicht umgraben hier. Hier sind ja überall Sachen, Mais und so. Und hier die Zucchinis und Kürbis. Und hier halt hier so und hier. Und Topinambur wächst hier auch riesig. Also muss ich hier noch befreien und hier halt überall zwischendurch. Ach, und wo ich gerade hier den Mais sehe, da wollte ich mal gucken, ob der reif ist, weil das hier ist doch eigentlich das Zeichen dafür, dass der reif ist, oder? Und dann nehme ich mal die ganze Pflanze. Oh, hier ist auch dieser Maisbäumenbrand oder wie das heißt. Jetzt brauche ich wieder mein Stativ. Das hier ist jetzt ein bisschen kleinerer Mais, also ein kleinerer Kolben.
ist noch extrem klein. Obwohl es ja eh Zuckerhammer ist und den isst man ja, glaube ich, so. Also hier hat man ein kleines Stück Mais. Ich weiß nicht, was hier oben los ist, warum da nichts kommt. Aber wir essen eigentlich eh nicht so viel Mais. Ich habe ja noch viel mehr Maiskolben, also ist auf jeden Fall ganz cool. Ich probiere den jetzt mal ein bisschen. Ich glaube, man kann den ja auch so essen. Schmeckt sogar richtig gut. Hier gerade einmal laufe, wollte ich kurz zeigen, wie hoch die Sonnenblumen sind. Die sind bestimmt 3 Meter hoch. Und ich wollte dann noch einmal kurz hier die Böhnchen zeigen. Man sieht, da hängt immer noch ultra viel drin. Ne? Es kommen auch immer noch neue, kleine hier. Und auch Blüten zum Teil, aber eher weniger. Und man sieht, wie abgesackt das alles ist. Also nächstes Jahr wird das auf jeden Fall viel besser gemacht, das weiß ich jetzt. Und dann wird die Ernte auch, denke ich mal, noch größer sein, obwohl die jetzt schon so groß ist, dass wir alles gar nicht essen können. Es war viel zu viel. Ich stelle hier gerade die Töpfe zur Seite, damit ich hier gleich auch mähen kann. Und dann haben wir hier einmal eine Andenbeere im kleinen Topf noch. Schon das ganze Jahr und man sieht, die entwickelt trotzdem ein paar Früchte. Hier die Kiwi, die ich mal rausgeholt hatte aus der Erde, die lange Zeit nichts wurde. Und jetzt kommt sie langsam wieder. Schnittlauch, Stachelbeersteckling, ein paar Blümchen, eine Erdbeeren. Ampel, wo immer noch Erdbeeren dran sind. Dann hier die beiden, von denen ich den Namen wieder nicht weiß, die man aber auch essen kann. Man sieht hier, was das für Riesenblätter sind. Die sind so überdimensional groß. Ist richtig cool mit denen. Eine Himbeere, auch ein Steckling. Hier ein kleiner Tannenbaum, ob der noch lebt, weiß ich nicht. Blümchen auch zur Seite. Hier ein Eichelbaum. Und Steckling auch. Oder was heißt Steckling, aus dem Samen gezogen, aber halt noch recht klein. Hier ein Topinambur im Topf. Und die Möhren im Topf. So, jetzt kann ich mähen. Schöner Tauwurm. Boah, ist der fett. Wow. Und den verfütter ich jetzt. So, und der geht jetzt einmal zu den Barschen rein. Zack. Da kommen die ersten. Boah. Oh, schon weg. Wenn ihr mehr über diese Barsch von hier wissen wollt, das ist jetzt nur provisorisch etwas, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Also wenn euch das auch interessiert, hier Versorgung mit Fischen. Oder Selbstversorgung von Fischen oder mit Fischen, dann ja, schreibt das einfach mal in die Kommentare.
sehe gerade, ich habe nur noch 4 Minuten zu filmen. Dann ist das Akku, nicht Akku, Speicherkarte voll. Also, ich glaube, ich habe für heute genug gearbeitet. Boah, ist das ein Oschi. Die eigentlich mal noch eben mit euch. Ups. Also, das ist meine Tomate, oder? Eine Ananastomate. Und in diesem Sinne, man sieht, der Garten hat schöne Seiten, aber auch hässliche Seiten. Manchmal macht es einfach nur Spaß, manchmal nicht so. Heute im Video hat man jetzt hier beide Seiten mal gesehen. Und das muss auch mal gemacht werden, einfach alles schneiden, mähen. Hier haben wir auch die Tage alles abgeschnitten. Sonst wird es einfach zu viel. Irgendwann wuchert alles über und ja, deswegen, das muss man auch manchmal machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich blende nachher nochmal ein, wie viel die gewogen hat. Weil das interessiert mich echt. Oh, was ein Oschi. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen. Ah, überall Ameisen, Brennnesseln, Dornen. Ah! Habe ich hier umsonst umgegraben, ey. Scheißdreck. Ah! Oh, fuck you! Das hier ist jetzt kleinerer. Hose hoch.